einen Brief erhalten. Lieber Malk, ich gebe stets alles für meine Heimat anfangs. Und da du ganz Bitopia dienst, habe ich den tiefsten Respekt vor dir. Krass. Willkommen zurück zu Miitopia! So, ich wollte was haben. Ihr habt alle Bock, dass ich mein Geld für euch ausgebe. Wollcatsuit? Flasche voller Gift? Oder ein goldener Stab? Der sieht cool aus. Den kannst du dir gerne holen. So, für die, die nicht wissen, wo wir sind, ihr seht schon im Hintergrund, wir sind gerade in einer Pyramide drin. Oh lol, du hast gerade den hier, ne? Egal, komm, nimm den trotzdem. Weil, ich finde noch, wie das passt zu Jesus. Ja, dafür habe ich nicht genug Geld. Dafür hätte ich noch knapp genug Geld. Ja gut, dann hole ich mir. Dann hole ich mir. Aber anziehen tue ich es nicht, weil es sieht bescheuert aus. Tut mir leid, das sieht wirklich bescheuert aus. Nur die Werte benutzen. Das ist ein schönes Feature, dass man das machen kann. So, Professor Igitt wird gern mit mir sich unterhalten. Okay, was gibt's denn? Ein Geschenk! Ich habe was für dich gekauft! Das habe ich für dich besorgt! Dankeschön! Hier ist meine Statue von ihm! Und statt von mir! Das ist toll! Yay! Oh je, Jesus mag mal kurz gesehen! Wie oft kam das jetzt schon vor und es ist im Endeffekt nichts passiert? Richtig, sehr oft. Gut. Futtern wir und hauen wir ab. Törtchen, auch wenn keiner Geburtstag hat. Törtchen schmecken immer. Falls ihr Geburtstag habt, dann schreibt es mal in den Kommentaren. Puppenpfeffer, unglaublich scharfer Snack, der morgens müde Helden weckt. Puppenpfeffer, Sternchen, treibt dir die Tränen in die Augen. Danach fühlst du dich befreit. So, ich hätte gern die Torte. Was? Was? Ich war, ja gut, ich bin kein großer Tortenfan, aber komm schon! Die sah tatsächlich mal lecker aus! Ich esse nie wirklich Torten, aber das sah wirklich schon nicht schlecht aus. Okay. Sind alle heute kein Fan vom neuen Essen, ne? Was ist los mit euch? Das mögt ihr alles nicht. Was habt ihr noch nicht probiert? Ja, wenn er hinsteht, möchte ich es halt ungern geben, um ehrlich zu sein. So, du kannst das gern haben. Zack. Und dann gibt es, glaube ich, nichts mehr zu tun. Ja gut, wir haben so viele Tickets für dies, das. Könnten wir theoretisch noch benutzen. Checker Kittel könnten wir bekommen. Kriegen aber dafür eine, stattdessen eine Banane. Oder wir kriegen... also ich dachte gerade noch eine Banane. Aber nein. Yay, geht reisen, juhu. Wow, so viel Spaß, juhu, level up. Bam, jetzt sind wir Freunde auf Level 11, cool. Und noch ein Reiseticket. Ja komm, nimmt das einfach und dann machen wir weiter. Wie ihr seht, spule ich das auch vor, weil es haben wir schon öfter gesehen und es ist auch irgendwie nichts mehr Spannendes, also ja. Könnten noch Ausflüge machen, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Komm, wir machen weiter. Du hast 5 verschiedene Stäbe, die bevorzugte Waffe der Priester gesammelt. Cool. HP durch Nahrung um den Wert 25 oder mehr gestiegen. Okay. Und hier seht ihr, wo wir sind. Wir haben bisher alles hier in der Pyramide. Moment. Hä? Wo ist Isaac? Der war doch letztes Mal noch hier links. Der ist ja einfach weg. Hä? Moment. Das verwirrt mich gerade sehr. Ja, ja, jetzt kommen die ganzen Gesichter hier. Hä? Okay, keine Ahnung, wo Isaac ist. Anscheinend ist er vom Erdboden verschluckt worden. Schade. Vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. Wenn ja, dann sorry. Machen wir auf jeden Fall weiter. Sollen uns jetzt nicht aufhalten. Auch wenn es jetzt ein bisschen getan hat. Egal. Jetzt kurz die Füße hochlegen. Na, eher weniger. Los! Auf! Ins Abenteuer! Schön. Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Moral scheinen wir nicht nötig.
Ja, cool. Hui. Und da kommen die ersten Gegner. Du, 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 du. Bam, beim Down. Und das war's. Hm? Die Gitte bist noch nicht so stark? Okay, die Gitte müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen stärker machen. Wir haben noch so wenig Leben gehabt. Da fehlt vielleicht ein, zwei Level-Ups und dann passt das wieder. Ja, da ist es ja schon. Da ist es ja schon. Aber nur plus 2 und plus 1. Hm. Naja, zumindest was Neues gelernt. Gesichtsschutz. Eine Gesichtsmaske schützt einen Freund vor Covid. Richtig. Cool. Das Schöne, dass der uns jetzt alle schützen kann. Vor irgendwelchen Viren, die wir alle nicht haben wollen. Ne? Schön. Ich werde jetzt Hündchen knuddeln. Hier ist tatsächlich zwei Gesichter. Oh nein! Was passiert hier nur? Pokémon Schwert und Schild? Naja, so ähnlich. Morshu-Schild und Mitsumi-Schwert. Oh mein Gott! Es ist wirklich Schwert und Schild. Boom, tot. Spaß. Leider noch nicht. Das reicht noch nicht ganz. Ah, Krallenwetzen wäre, glaube ich, ganz klug. Hä? Oh! Na. Oh. Ja, man muss auch bedenken, ist ja Vater, Tochter. Deshalb schon irgendwie niedlich, dass Vater seine Tochter beschützt. Nice. Aua. Impuls. Augenblick. Bam. Schon auf beide. So, wetz, wetz. Jetzt kriegt sie einer auf die Schnauze. Ja, doch, kratzende Krallen war es. Bam. Auf beide. Haha. Hab ich alle lieb. Sind wir alle verliebt in sie. Nice. Du, 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 du. Schön das MP-Bonbon lutschen, damit wir schön angreifen können. Okay, hat sich geheilt. Ich hatte gerade an. Das war jetzt nicht so episch, wie ich es gedacht habe. Na egal. Das können wir ändern, dass ich nicht mehr genug habe hier. Drrring. Da. Schön geändert. So. Erstmal Krallen wetzen und danach nochmal die gleiche Attacke. Ich glaube, das ist ziemlich gut so. Von der Taktik her. Ah! Und mir das nichts gebracht. Wow. Und ich sterbe. Das sollte mich vielleicht heilen. Yay. Ihr freundet euch mehr und mehr an. Das ist schön. Wir haben sowieso so viele Streuer. Warum nicht einfach mal verwenden? Ihr kriegt alle meine Vollheilung hier, ne? Ich gönne euch einfach mal die Vollheilung. Okay, nice. Bam. Oh. Schon jemand tot? Augenblick. Aha. Boom. Mitsumi schon down. Okay. Totzenieb. Ich stehe dir bei. Oh, nicht genauso. Nice. Bam. Alter, über 100. So viel habe ich noch nie gemacht. Schankeden. Okay. Dankeschön. Was ein Bosskampf. Was ein Bosskampf. Schildgratin, Sternchen, Sternchen und Schwert Sashimi. Sternchen, Sternchen. Ah ja. Interessante Namen. Und das war hier diese Abkürzung hier. Oder was auch immer das hier war. So eine Abbiegung. Hier geht's mal wieder nicht weiter. Ich glaube, wir haben uns verirrt. Blimpeperem. Hör mich an, oh Held Mike. Was? Eile zur Tür in dieser Riesenpyramide. Was meinst du in der Welt? Du drehst gerade ein bisschen durch. Huh? Was war das? Es fühlt sich an, als würde ich von einer Fremden nachkontrolliert. Was? Vielleicht triffst du damit sogar den Nagel auf den Kopf. Wie meinst du das? In Pyramiden gibt es sicher lauter Geister, die gern von anderen Besitzer greifen. Das sind ja tolle Aussichten. Ah, schon wieder.
Vergiss nicht die Türe, wenn diese neue Pfade will sich öffnen. Okay. Brauchst du vielleicht einen Therapeuten oder so? Alles okay? Du hast 50 verschiedene Arten von Monstern Mitopia besiegt. Wow! Ba-ba-ba-bam, gute Freunde. Bam-bam, und ihr auch. Schön, ihr labert hier ganz viel. Ich habe letztens gar nicht gut geschlafen. Oh nein. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Was mit euch beiden hier? Bam, 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 bam. Bla bla, blibla, bla bla, bla bla, ha? Oh, tja, kein Level up. Pech. So, wollt ihr was kaufen? Tja, Pech, ich hab kein Geld. Brottaler. Flasche voller Gift. Bengalkette. Hattest du nicht letztens erst was bekommen? Wird schon wieder was haben. Komm, vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld hier im Roulette. Dun, Weltraumstab. Ja, den kriegen wir. Ganz knapp sogar nur. Oha. Wen ist der? Wieder aussieht wie so ein Alien. Ich meine, ja gut, es ist ein Weltraumstab, ne? Hey, das ist richtig gut. Ey, das ist richtig gut. Oha. Aber er sieht so dumm aus. Ja, okay. Ich meine, der macht uns viel, viel besser. Dann nehme ich den halt. Aber ich weiß nicht. So, ein bisschen Geld. Oh, deine 40. Portion Erfahrungspunkte. Kriegst du? Oh, das ist aber mega viel. Okay, das habe ich nicht erwartet. Vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung für uns hier. Ja, ein bisschen Geld. Auch nice. Verkaufen. Schön. Dun, 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 dun. Nochmal. Oh, blau, blau, blau. Na, schade. Verkaufen. Nice. Nochmal ganz viel Geld. So, das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht mehr am Stück an Stück mache. Weil das hier einfach sich viel mehr lohnt, finde ich. Nein, ich wollte es mir geben. Genau. Dun, 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 dun. Ah, ich habe keine mehr. Oh. Oh. Oh, okay. Dann halt nicht. Auf zu driften. Danke. Dam, bam, ba, da, der Flasche voller Gift kannst du haben. Haben, mein Freund. Vorher hast du die Babyflasche genommen. Die sollst du natürlich jetzt nicht mehr nehmen. Die sieht dumm aus. Nimm das. Das sieht sehr gefährlich aus. Brottaler. Den kannst du gerne holen, aber du wirst ihn nicht anziehen, weil auch wenn da Brot steht und es zu dir passt, Jesus, ich möchte, dass du weiterhin... Oh, sieht cool aus. Dass du weiterhin mein Pinguin bleibst. Bist mein Pinguin, okay? Na, okay. Wie auch immer. Achso, warte. Essen. Stimmt. Essen ganz vergessen. Ja, so sehen jetzt die ganzen Folgen aus in Mitopia. Fürs Kochen und zum Schutz im Kampf und sind Schild unverzichtbar. Nice. Tödliche Klingen, Kreiaren, Sashimi, für das man sterben könnte. Okay. Nom nom nom. Nicht so geil. Okay. Nom nom nom. Mega nice. Das ist ja schön. Hier, nimm. Nom 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 nom. Kannst gerne noch eins haben. Nom 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 nom. Kannst gerne noch eins haben. Nom 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 nom. So, was haben wir noch? Magst nur du? Das magst du, das ist sehr gut. Dann nimm du die. Bisschen MP für unseren Popstar. Warum nicht? Ja. Und jetzt können wir anfangen. Ja, gut, weitermachen. Wäre, glaube ich, bestens drauf gewesen, aber. Ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Ist Isaac wieder nicht da? Ist immer noch nicht da. Er war doch letztens hier. Oh, er sagt mir, ich hab's verkackt. Das wird mich so traurig machen. Bitte nicht. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall erstmal hier lang. Bam, badabam, badabam. Oh. Hä? Oh, Mike träumt. Nicht gut. Es war nur ein Traum. Ja, dann wach gefälligst auf! Keine Zeit hier in so einer gruseligen Pyramide rumzu chillen. Wir müssen weg hier. Und es gibt hier wieder unendliche Wege, die ich alle aufs Skin machen kann. Weil.
für die neu hier sind. Oh, Hieroglyphe. Für die neu hier sind, ist mir zu langweilig, das drin zu lassen. Deshalb schneide ich die immer weg. Die ganzen alternativen Wege. Bäm. Schön. Jetzt noch ich. Nice, nice. Level up. Schön. Bist ein bisschen aus der Puste. Gott, wie viele Wege? Wie weit geht das denn hier nach oben? Gibt genau nicht so bald keinen Sprint. Machen wir den linken. Oh, Banana. Nice, nice. Das war nice. So unnötig, da gingst du nach oben, dann wieder nach unten. Nur für den Schalter. Wo entweder ein Kampf wahrscheinlich ist oder halt, ne? Nur diese Augenbrauen von den Felsen sehen lustig aus. Miau, bam! Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir in der heutigen Folge ja die Pyramide durchkriegen, aber es sieht gerade sehr schlecht aus, ja. Duden muss noch bestellt werden, ist noch unterwegs. Was soll den Brief erhalten? Lieber Mike, hör gut zu. Ach nein, lies gut. Zu? Nein, das klingt doch verkehrt. Oh je, jetzt geht mir auch noch der Platz aus. Dein Michael. Tja, was wolltest du mir denn sagen? Gut zuhören oder gut zulesen. Okay, mache ich. Enge Freunde. Jetzt wollen die wieder quatschen hier. Dann level halt schnell auf. Blablabla. Layers, Training, hurra, juhu. Bam, bam. Ihr sollt die vielleicht alle auf einen anderen Raum verschieben. Ja, ja. Blabla. Oh, aha, cool. Okay, schön. Du bist noch nicht hochgelevelt mit den ganzen Leuten hier. Du möchtest vielleicht so machen und ich möchte vielleicht so machen und dann ist alles wieder bravo. Ihr wollt was haben? Sternchen-Mikro. Oh, das sieht niedlich aus. Hätte ich gerne. Ah, Mist. Aber ich habe nicht genug. Stab mit Juwel. Okay. Futtern. Ihr dürft wieder futtern, Freunde. Nommt, nommt. Ganz viel hier, bis ich nichts mehr habe. Das ist sehr, sehr gut. Das mag niemand. Du magst die Cobra Nuggets. Schön mit... obwohl, bringt überhaupt Angriff steigern was bei ihm? Ich weiß nicht. Das magst du nicht. Kunstgebäck. Hier. Nice. Das ist schön, dass du es nice findest. Dann nimm du das. Gut. Hast du noch nicht probiert, nimm mal. Nice, das ist sehr gut. Na, für Jesus habe ich halt jetzt nichts mehr, ne? Sorry, Bro. Für dich habe ich nichts. Machen wir weiter. Mal gucken, wie viele reichen werden noch. Ja, hier tatsächlich. Hier ist nichts mehr. Hier war mal Isaac. Ich weiß aber nicht, warum der hier nicht mehr ist. Das ist tatsächlich sehr schade. Und hier geht's irgendwie irgendwo weiter. Bevor wir uns das anschauen, mach ich erstmal dieses Level fertig. Level up für Igitt. Hier unten gibt's eine Truhe. Mit ein paar Spielscheinen. Dua, dua. Zangenangriff, erster Beistand. Oh. Lol. So ein Partner-Move einfach. Tolle Aktion, wow. Du hast 700 Leute gerettet. Die Macht des Host. HP-Streuer vergrößert. Statt 160, 180. MP-Streuer vergrößert. Statt 50, 60. Ho, 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 gut gemacht. Komm wieder, wenn du 750 gerettet hast. Nö, ich bleib direkt hier. Denn... werde ich. Sternchen-Mikro sieht sehr schön aus. Passt gut zu ihr. Und es macht dich stärker. Deshalb nimmst du es jetzt.
und hast damit Spaß. Du willst einen schicken Kittel und du willst... Ja, okay, dann nimm du den schicken Kittel, wenn du unbedingt einen schicken Kittel haben möchtest. Ich meine, da hat was. Moment, welchen Farben gibt es denn? Ah, die sind alle so seltsam, die Farben, finde ich. Ich würde sagen, die Farbe passt am besten zu ihm. Ist ganz okay, der Kittel. So, komm. Ist mir egal, was hier gerade passiert. Machen wir weiter. Keine Zeit verschwenden. Mehr Content. Ja, auf jeden Fall hier sehr schade. Falls jemand da Bescheid weiß, wie das hier getriggert werden kann, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Dann werde ich das bestimmt noch nachholen. Ansonsten, wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Tür. Hä? Kommt mir bekannt vor. Hier sind 4 Öffnungen in der Wand. Hier geht's vorerst nicht weiter. Moment. Heißt das, wir haben bisher alle Gesichter gerettet? Ha. Okay. Vielleicht. Lasst uns nachschauen, ob es alle waren. Ich weiß es nämlich nicht. Wir müssen jetzt alle einzeln abgeben. Gut, dann ist das jetzt noch die Folge. Let's go. So, erstmal du, Melotta. Plopp. Lalalala. Ah, gleich viel besser. Dieses Gesicht hat mir gefehlt. Hier, das sollst du zum Dank haben. Oh, ah, ja gut, wenn es so ist. Ah, so kriegt man die also. Hier kriegt sie beide gleichzeitig, oder geht das nicht? Doch. Plopp. Papa. Mitsumi. Mein Herr. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ausnahmeweise. Ausnahmsweise. Aber nur dieses Mal. Bekommst du was umsonst. Yay. Alles ganz okay. So, und du kriegst natürlich auch noch dein Gesicht. Dann kannst du dich schön wieder mit Toriel streiten. Puh. Hörst du mir überhaupt zu? Ach, hör doch auf. Musst du etwa schon wieder nörgeln? Als Monster hatte ich ein besseres Leben. Aber danke für deine Hilfe, das ist eine kleine Belohnung. Uff. Okay. So, dein Gesicht haben wir leider noch nicht. Aber deins haben wir. Also ein Gesicht fehlt noch und das kriegen wir jetzt wahrscheinlich gleich noch hinter der Tür. Oh, Jemine! Es ist wieder da, mein Gesicht! Ich stehe tief in deiner Schuld. Hier, zeig meine Dankbarkeit. Oh, und weißt du was? Nimm das hier auch. Dafür, dass du mein Gold zurückgebracht hast. Oh, 2000 Gold. Danke. Moment, dafür, dass wir sein Gold zurückgebracht haben, gibt uns Gold? Okay. Na, natürlich müssen wir jetzt hier rein. Wer hätte es geahnt? Hoch da! Mach die Tür auf! Wir wissen ja, was da hinein gehört. Blam, 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 blam. Passt! Nice! Klasse! Jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen! Woo! Wer hat denn diese Tür gebaut? Wie auch immer. Hier scheint das Finale zu sein. Das schauen wir uns doch an, oder?